Ich habe den Hörer aufgelegt, habe in den Spiegel geguckt und habe gesagt, da drin sterbe ich nicht. Gabi weiß seit fast 30 Jahren von ihrer HIV-Infektion. Damit ist sie eine von 73.000 Menschen in Deutschland, die das Immunschwächevirus in sich tragen. Der Umgang mit ihrer Krankheit fiel der starken Frau jedoch nicht immer so leicht wie heute. Wie viele andere auch, wurde sie von ihren Mitmenschen ausgegrenzt und gemobbt. Was das große Problem war, dass ich 2 Wochen immer warten musste, bis ich die Ergebnisse hatte. Und in diesen 2 Wochen war für mich Ausnahmezustand. Und ich war da tatsächlich einfach anders als sonst. Aber jetzt erklären wir das mal einfach, was anders ist, wenn die Kollegen gar nicht wissen, was Sache ist. Ich muss mir da halt irgendwelche Geschichten immer überlegen und diese Lügerei ist so ganz gegen meine Natur und das war sehr, sehr anstrengend. Vor allem, dass ich dann auch immer die gleichen Lügen erzähle. Einige Jahre lang quält sie sich von einer Ausrede zur nächsten. Ihre Arbeitskollegen kommen irgendwann trotzdem hinter ihr Geheimnis. Die Leute, die früher nah und freundlich zu mir waren, die waren plötzlich irgendwie ganz weit weg. Ich bin gar nicht mehr an die rankommen, die wollten das wohl auch überhaupt nicht mehr. Wenn ich ins Zimmer gekommen bin, war es ruhig. Ich habe dann auch versucht, mit dem Chef zu gucken, was passiert da und versucht, mit den Leuten zu reden. Aber kein Mensch hat mir tatsächlich gesagt, was sie wissen. Und das war eine Situation, die für mich sehr, sehr schwierig war. Gabis Zustand verschlimmert sich. Es geht ihr sowohl körperlich als auch psychisch fortwährend schlechter, bis sie schließlich so krank ist, dass sie in Frührente gehen muss. Ihr Engagement bei der AIDS-Hilfe gibt ihr neue Kraft. So erkennt sie, dass sie ihr Schicksal mit vielen anderen HIV-Patienten teilt. Dennoch ist die gesellschaftliche Abwertung von HIV-Positiven ein Tabuthema. Daher macht sich die Baden-Württembergerin aktiv für einen besseren gesellschaftlichen Umgang mit der Krankheit stark. Heute ist sie Geschäftsführerin der AIDS-Hilfe Baden-Württemberg und setzt sich ehrenamtlich für das Netzwerk Frauen und AIDS ein. Ich möchte einfach dafür kämpfen, dass Menschen mit HIV als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft behandelt werden und nicht an die Seite gesetzt werden, diskriminiert werden. Die AIDS-Hysterie in den 80ern erlebt die zielstrebige Frau hautnah mit. Seit diesem Jahr setzt sich die 49-Jährige auch als Botschafterin für den Welt-AIDS-Tag ein. Dabei vertritt sie einen klaren Standpunkt. Um zu zeigen, hallo, wir sind ganz normale Menschen und wir gehören genauso zu euch und auf der anderen Seite auch anderen Menschen mit HIV Mut zu machen, selbstbewusster mit ihrer Infektion umzugehen und sich nicht mehr verstecken zu müssen, weil dieses Verstecken einfach wahnsinnig viel Kraft kostet. Die medizinische Behandlung von AIDS hat sich in den letzten 3 Jahrzehnten stark verändert. Gabi hat Glück, sie verträgt ihre Medikamente gut und spürt kaum Nebenwirkungen. Früher hatten die Tabletten oft grausame Folgen, erinnert sie sich. Heute sind die Auswirkungen vor allem psychologischer Natur. Nichtsdestotrotz ist es für viele Menschen, die anfangen müssen, Medikamente zu nehmen, auch sehr schwierig, weil in dem Moment, in dem ich Medikamente nehme, wird mir bewusster, dass ich krank bin. Auch kürzlich veröffentlichte Zahlen über sinkende Neuinfektionen sind vor allem den medizinischen Meisterleistungen zugute zu halten. Wie Gabi sich mit der Krankheit infiziert hat, weiß sie bis heute nicht.